Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft. Und ihr seht es ja selbst, mein Interface ist wieder, normal. Und ich sehe gerade, ich habe hier gar nicht, so recht. Alles. Hä? Angepasst, aber es wird schon gehen. Achso, können wir die Minimap ein bisschen skalieren, ein bisschen größer. Ah ja, genau, so wollte ich das. Ja, schon besser, okay, das war's schon. Wieder wunderbar vorbereitet. Ja, ich habe mein Interface zurückgestellt, wie ihr erkennen könnt. Und, hat folgenden Grund, das Interface war einfach, es war zu krass. Es hat so viel, gefressen und das hat dann schon keinen Spaß mehr gemacht. Das wollte ich aber eigentlich hier. Ich hatte mir eigentlich einen voll coolen Cursor eingestellt. Warum ist denn der jetzt nicht mehr da? Ich habe auch noch ein neues Add-on, womit ich ein bisschen jetzt arbeite und das mal ausprobieren will. Und zwar ist das hier so ein kleines Cursor-Add-on. Und wir machen mal Smoke. Smoke war geil. Oder Feuer? Nee, Frost. Frost. Moment. Fire Red. Nee, das war uncool. Fire Blue. Genau, nehmen wir Fire Blue. Ihr seht, man kann seinen Cursor ein wenig aufhübschen und ein bisschen Animation reinfügen. Und dachte ich mir, mach doch mal, aber jetzt mal langsam los, ohne Umschweife. Wir haben zu tun. Wir müssen hier was erledigen. Wenn es ein bisschen laggy ist, nicht wundern. Ich mache heute eine ziemlich spontane Aufnahme und ich lade gerade hoch im Hintergrund. Und ich hoffe, dass die mich heute alle in Ruhe lassen, damit ich in Ruhe meine Arbeit machen kann. Ich hoffe, dass die Addons alle wunderbar eingestellt sind. Ich habe es übrigens dann noch rausgefunden, das wollte ich euch eigentlich ja noch zeigen, hätte ich jetzt das Addon behalten, wie man den Dingsbar wieder einstellt. Also hier die Erfahrungsleiste. Genau. Mein Chat ist voll verschoben. Aber das kann ich hinterher machen. Und mein Handy ist natürlich auch an. Was ist denn hier heute los? Ich bin wieder top vorbereitet. Spock. Schön. So. Ton lautlos. Hat man Feier. Weil der Feierabend aufnehmen ist echt immer richtig schlimm. Aber ist halt so. Muss sein, weil ich am Wochenende ein bisschen weniger Zeit habe. Und dadurch eben meinen ganzen Upload-Plan nicht so gestalten kann, wie ich ihn will. Und deswegen muss ich alles ein wenig in der Woche machen. Muss ich die überhaupt töten? Ah ja, ich brauche ja von denen diese Fläschchen. Und jetzt kann ich hier flupp. Und nochmal. Hoffentlich macht er den nicht alle Todfeuer. Meine Katze ist auch gerade am Ausrasten im Hintergrund. Falls ihr das hören solltet, sie spielt mit einer Tüte. Katze halt. Alles was knistert ist geil. Ach schön, ja. Voll unvorbereitet. Ich habe jetzt eigentlich nur auf die Schnelle mein Add-on wieder, also meine alten Add-on-Einstellungen wieder geladen. Ich habe ja noch alles schlau wie ich bin. Speichere ich mir ja meine ganzen Einstellungen separat. Um die, falls was mit irgendwie nicht hinhaut, kann ich den ganzen Ordner quasi wieder rekonstruieren, ohne dass ich mir alles nochmal neu runterladen muss. Weil eins habe ich aus vielen Interface-Add-on Sachen gelernt. Lad dir alle runter, dein Rechner ist einfach nur überlastet. Mach alles in einen Ordner, ist auch scheiße, weil sich Addons auch mal gerne miteinander fetzen. Man muss halt seine Erfahrung selber irgendwie damit ziehen. Brauchen wir eigentlich? Haben wir noch? Ja, ich glaube, einen haben wir noch. Achso, ja, der Stab ist ja, glaube ich, egal. Aber wir müssen hier von denen die Fläche noch abziehen. Und dann geht's weiter mit der Geschichte in Pandaria. Wir haben jetzt ja gerade, wir machen ja gerade eigentlich eine Art, eher eine Sidequest, also es ist ja eher so ein Seitending, der nicht unbedingt notwendig ist, aber ich nehme eigentlich alles an Erfahrung mit, was geht, weil
kann man gebrauchen, ne? Eigentlich sollen wir ja in die Mine und, also da würde die der Hauptstory-Strang hier im Jadewald ja weitergehen, das Jade organisieren, damit wir dieses Fresko wieder rekonstruieren können. Aber wir sind ein wenig abhanden gekommen. Gut, ein Gegenstand noch und der ist oben. Wunderbar. Läuft. Läuft. Langsam geht das wieder. Kann ich meinen Chat einfach noch... Nee? Okay. Das nervt mich gerade. Chat, warum tust du das? Egal. Den kriege ich auch noch wieder angepasst. Hat er nicht alle Einstellungen auf, wieder übernommen, so wie er es machen sollte. Eigentlich. Da, die Kerze möchte ich haben. Und da stehen natürlich zwei so Nappel rum. Und du? Guck mal gleich her hier. Den verwirrten Uran eingesackt. Und Feuer! Natürlich kommt der andere mit. Warum auch nicht? Stört uns aber nicht. Und Bam. Ich stehe, glaube ich, voll in so einem Scheiß drin, den ich nicht drin stehen sollte. Ist mir aber Rille. So. Plapp. Wunderbar. So, dann befreien wir noch ein paar Geisterchen und dann haben wir es ja schon. Und da ist noch was zum Einsacken. Pandaria Story. Nehmen wir auch mal glatt mit. Lese jetzt nicht vor. Nee, mach ich nicht. Bin mal gespannt, ob Storyline auch wieder aktiv ist. I hope so. Vielen Dank. Vielen Dank. Fürs Mitmachen. Ich glaube, meine ganzen Symbole sind auch alle viel zu groß. Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr. Spontane Einstellungen wechseln, das macht scheiße. So. Hallo, Pelsin. Nehmt die Geistbinderei nicht auf die leichte Schulter. Wenn die Mogu Simulakren herstellen, bereiten sie sich mit Sicherheit auf den Krieg vor. Nun. Ich danke euch, Shadow Warlock. Ich werde sie mit mir in den Nether nehmen. Alles klar. Ja, wir waren noch nicht fertig. Habt ihr die Ritualgegenstände gefunden? Ohne sie können wir die Geister nicht zurückgeleiten. Klar. Gut gemacht. Damit kann ich das Ritual abhalten und alle Geister hier, unter anderem mich selbst, dorthin zurückgeleiten, wo sie hingehören. Gut. Dass die Mogo über all die Jahre weiter die Geisterklauen ausgebildet haben. Habt ihr die Flaschen? Ich danke euch, Hexenmeisterin. Ich kann bereits die Geister in diesen Flaschen spüren. Ich höre ihre Schreie voller Angst, Verwirrung und Zorn. So. Zwei neue. Ich bin fast bereit für das Ritual. Wir benötigen nur noch eine einzige Sache, eine Opfergabe. Keine Sorge. Ich meine, kein Blutopfer. Nur etwas Nahrung. Im Gezeitenblick Dickicht im Nordwesten wachsen ganz sicher ein paar Pilze, die sich dafür eignen. Bitte bringt mir einige davon. Oh ja. Und zurück zur Natur. Ich muss euch leider erneut um einen Gefallen bitten, Shadow Warlock. Na klar, die von euch sichergestellten Flaschen enthalten weder die Geister von Uran, der Mogu, noch jene ihrer jüngst bezwungenen Feinde, sondern vielmehr die Seelen von Tieren. Offensichtlich haben die Geisterklauen auf Wilderei zurückgegriffen, um ihre Simulakren zu erwecken. Leider macht dies unsere Aufgabe komplizierter, da ich Tiere nicht mit durch den Tanschau nehmen kann. Bringen diese Flaschen nach Westen in den Gezeitenblick dicht und zerschlagt sie, damit die Tiere in der Natur zurückkehren können. Einige werden ganz sicher so zornig sein, dass ihr sie erst beruhigen müsst. Klar, beruhigen. Beruhigen heißt bei mir Feuerball. Okay. Dab, 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 dab. Da runter müssen wir. Dann mal Abmarsch. Ja, das ist so eine witzige Quest. Witzig. Ganz witzig. Wir müssen eigentlich nur auf einer Stelle stehen. Quasi. Und eine Flasche nach der anderen zerbersten. Und dann kommt immer ein Tier an und was wir töten müssen. Hier liegt ein Skelett. Einfach so. So, da leuchten ja auch schon die Pilzchen, die wir haben wollen. Natürlich gibt es hier auch Raubtiere. Wie siehe hier. Pennender Tiger. Ich wäre auch gerne ein Tiger. Ich würde auch pennen.
Ne? Nimmt mich nicht mal wahr. Ich will auch mal wahrgenommen werden. Oh, da läuft noch ein Möge. Kommt hier. Hol dir den Masken-Onok. Hol ihn dir. Wir sammeln erstmal Pilze. Das ist am schwersten, glaube ich, an der ganzen Sache. Aber die Flaschen, wie gesagt, reicht, wenn man auf einer Stelle steht und hintereinander zerballert. Aber es ist eine fixe Quest. Und danach sollte eigentlich auch schon ein grande Finale kommen in der Questreihe. Wir können uns erstmal hier an der Seite stellen, die Flaschen zerballern. Bis dahin sind die einfachen Pilze wieder gespawnt. So. Eins. Natürlich. Schade, dass man die nicht zähmen kann. Das wäre geil. Es zählt erst, wenn wir es übrigens umgebracht haben, als gerettet. Pow. Und noch ein Tiger. Hoffentlich ist auch mal Abwechslung drin. Ich bin gespannt, wie als wenn ich ein Ü-Ei öffne. Hui. Wurf. Pam. Ach schön. Easy. Easy, easy. Easy peasy. So. Und nochmal. Bam. Ich brauche was? Ein Ziel. Oh, friedfertiger Tiergeist. Das ist selten. Meistens will mich alles töten. Ich sehe da, glaube ich. Moment, ich muss das gleich mal abchecken. Das ist ein Schatz. Seht ihr das? Nee, ist kein Schatz. Ist scheinbar nur. Schade. Hätte einer sein können. Der Schatz von Pandaria. Bäm. Na Mensch. Ich muss etwas anvisieren. Friedfertig. Und? Also die Bilanz ist bisher 2 zu 4. Okay, 2 zu 5. Mit friedfertigen Geistern. Und? Pling. Wow, 3 zu 5. Cool. Okay, dann sammeln wir mal noch die restlichen Pilzchen ein. Sind ja nur noch 3. Geht der Ratzefatze. One. Ja, in Pandaria ist tatsächlich wieder ein bisschen mehr los seit kurzem. Die Leute twinken jetzt noch wie die Beknackten. Wollen ja alle noch genug Charaktere vor Legion fertig haben. Gerade das Rüstungssammeln ist jetzt gerade wieder sehr im Trend, weil wegen Kleiderschrank möchte man schon ordentlich auftrumpfen können, also vorbereitet sein. Warum nehmen wir nicht den? Und ich meine, meine ganze Bank ist voll. Ich freue mich schon, wenn der ganze Kladderadatsch ab in ja, meinen Kleiderschrank wandert. Und da bin ich schon ganz froh drüber. Dann wird die Bank endlich mal wieder leer. Und mein Inventar. Ich schleppe ja so viele Sachen rum. Ich habe so viele Rüstungsitems, die ich geil finde. Allein nur Platte, leider. Also alles nur für den Todesritter. Oh Gott. Da bin ich immer sehr hinterher. Es gibt auch für Priester ey, und Hexenmeister so geile Sets und Teile und oh, da kann man sich so schöne Sachen basteln. So, nun. Zurück zur Natur. Ihre Körper sind schon vor langer Zeit in ihrer Heimat zurückgekehrt. Jetzt können ihre Seelen ihnen folgen. Jawohl. Wieder eine gute Tat. Selbst Tote haben Hunger. Ich danke euch, Shadow Warlock. Diese Pilze machen als Opfergabe vielleicht nicht viel her, aber die Erinnerung an sie wird ausreichen, die Geister anzulocken. Außerdem schmecken sie gebraten noch ganz köstlich. Wir sind jetzt bereit, den Tanschau zu öffnen und die Seelen ihren Frieden zuzuführen. Es wäre sehr freundlich, wenn ihr mir noch einmal helfen könntet. Die Mogu werden sicher das Ritual bemerken und alles tun, um es aufzuhalten. Ich benötige nur ein paar Momente ungestörter Konzentration. Dann wird der Weg so weit geöffnet sein, dass er nicht mehr geschlossen werden kann.
Wenn ihr mir noch einmal helfen möchtet, begleitet mich bitte zur Ritualstätte. Gerne. Gerne. Ritualstätte. Und natürlich werden die Mogu angreifen. Selbstverständlich. Da. Wo bleibt er denn? Du läufst ganz schön langsam, Digga. Da ist er. Hi. Achso, ich sollte mal. Gut. Machen wir uns mal bereit. Unten gibt es eine Leiste. Wenn die voll ist, natürlich geschafft. Das geht aber bisher. Kein Angriff. Vielleicht haben die Mogu heute frei. Na, da kommt mal einer. Ja, hi! Sich verirrt. Lehrwandler, töte! Bam. Next, please. Oh, wir haben schon gut was geschafft. Läuft. Das Gute ist, dass mein Addon mir mal anzeigt, beginne Kampf, da weiß ich, aha! Da kommt was. Okay, diesmal nicht. Okay, ich hab mich immer. Ich hab mich gerade gefreut, dass es so geklappt hat. Und jetzt ist es wieder weg. Nächster, bitte. Oh, stand schon wieder in irgendwas drin. Kommt noch einer? Zwei? War ein bisschen wenig. Okay. Einzel-Simulacrum, erfüllt mit den uralten und mächtigen Geist von Pelsi, würde dem Mogu eine schreckliche Waffe verleihen. Shan Zhetong muss aufgehalten werden. Oh. Ja, ja, ich mach das jetzt mal schnell hier. Oh Gott. Weil... Boah, ich lag. Ich lag. Jetzt nicht mehr. Ich habe kein Ziel. So, ja, wir müssen Shang Shu Tong, oder wie er hieß jetzt hier? Killen. Sobald er angreifbar ist. Achso, nee, er beschwört jemanden. Stimmt, so war das. Ich hätte da noch in Ruhe lesen können. Ich habe mir viel zu viel Stress gemacht. So, er hat den guten Pelzin mitgenommen. Und wir müssen natürlich weiter. Und zwar nach hier unten, um genau zu sein. Denn da ist der an den Stein gebundenen Koloss dran gekettet und den werden wir jetzt mal ganz gepflegt weghauen. Und der hält ein bisschen was aus, sehe ich gerade. Achso, den müssen wir gar nicht. Aua. Gerissen, kehrt zu euren Körper zurück. Körper, 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 Körper. So, ab in den Körper wieder rein. So, und ich glaube, wir müssen den Dicken da, den da hinten umhauen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja. Hau mal den da. Ich muss näher ran. Alter, der rennt immer weg. Na klar. Bam. Ah, wir hauen erstmal den steingebundenen Koloss um. Ich glaube, vorher können wir den noch gar nicht angreifen. Der nervt uns halt nur ein bisschen. Na klar. Na klar. Da, aber gleich ist er tot. Er ist tot.
So, und jetzt können wir Jin-Chung-Chin-Chin-Chin-Bum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 -